Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zum zweiten Teil hier in der zweiten Episode von Crystal Caves, natürlich nicht von Secret Agent. Das war ja klar, dass mir das wieder passieren musste. Egal, wir wollen heute noch ein paar Level rocken, deswegen steigen wir ein in die Burg dort unten. Und mich deucht, links kommen wir nicht weiter, denn da ist der Laserfett am Beamen. Ich glaube auch, wir wollen nicht hier runterfallen, deswegen versuche ich mal die Plattform nach rechts zu kriegen. Ja, sieht mir so aus, als wollen wir diese Kiste hier nach unten transportieren. Ja, ich weiß, dass ich eine Floppy brauche. Dass einem das in jedem Level nochmal neu gesagt werden muss. Gut, ich nehme an, die brauchen wir dort unten. Wir allerdings sind nicht so voreilig wie die Kiste. Wir machen auf langsam. Genau, hier gibt es nämlich Spitzen. Unschön. Dafür aber ordentlich Munition. Ach du Scheiße. Alter, was ist das denn? Spitze, unzerstörbarer Roboter. Dann pisst da so eine Selbstschussanlage von oben runter und ich sehe hier auch Missile Launcher in der Wand. Und dann noch der Roboter dort oben. Oh, fuck, ey. Wie kriegen wir das denn gebacken? Also, wir wollen auf jeden Fall diesen blöden Block hier schnell nach links. Genau. Dann warten wir mal, bis er vorbeigelaufen ist und die Selbstschussanlage hat mich erwischt. Naturellement. Oh, das Ding ist so ekelhaft. Aber zum Glück können wir das erschießen. Genau, hier ist der Missile Launcher in der rechten Wand, den ich erwähnt habe. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ich mache gleich mal den Roboter hier kalt. So alles Stück für Stück erledigen. Die Security Area ist definitiv secure. So, ein Schuss braucht das Ding noch. Sehr gut. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, dass wir hier wahrscheinlich wieder zurückkommen werden. Stichwort Backtracking und so. Okay, da hätten wir die Datendiskette, die brauchen wir dort oben am Computer. Da waren wir ja schon mal. So, noch ein blauer Schlüssel. Ja, hier kommen wir nämlich definitiv nicht nach oben. Das heißt, wir müssen tatsächlich wieder unten rum. Ui, wird das arschig. Da hilft der ganze Geldregen nix. So. Jetzt müssen wir auf den Heini wieder warten. Bis der so einigermaßen nach rechts gelaufen ist. Und dann langsam... Ja, ja, genau. Ich meine dich, du Arschloch. So, das sollte reichen. Gut. Dann kommen wir hier wieder nach oben, denke ich. Da waren genug Plattformen. Bloß nicht in so eine Spitze springen. Gut, dann wäre auch das Laserfeld deaktiviert. Das ist gut. Bloß nicht runterfallen jetzt. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Das Computer Center. Und ihr wisst ja, was sofort weg muss. Nämlich dieser Pipi-Laser hier. So, Nummer 2 und hier ist nicht die 3. Ah, Geldsack elegant verfehlt. Das ist natürlich das Fiese an diesen Geldsäcken, die immer runtergefallen kommen. Wenn man die im Flug nicht erwischt, dann sind sie weg. Ein Teddybär im Computer Center. Wie süß ist das denn? Gut, den blauen Schlüssel wollen wir, glaube ich, hier verwenden. Dann sammeln wir hier die Goodies auf und die Schuss, also wenigstens Schuss kriegt man genug, das ist gut. Meine Fresse, was haben sie denn in dem Level mit den Selbstschussanlagen? Überall. Roten Schlüssel brauchen wir auch. Da haben wir natürlich noch keinen. So, einmal ganz langsam. Okay, da ist der rote Schlüssel. Sehr gut. Zweimal und natürlich noch ein drittes Mal, denn wir wissen, alle guten Dinge sind drei. So, Dynamit haben wir auch noch nicht. Satellit haben wir auch noch nicht zerstört. Also, wir haben hier noch gar nichts geschafft in dem Level. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal das Dynamit und hier... ist ein Teleporter. Wo bringt uns der denn hin? Okay, da wäre der Satellit. Allerdings, ich glaube, der blaue Schlüssel ist versteckt hinter der grünen Tür, die im Security Center ist. Oh Mann. Das meinte ich mit gefährlichem Backtracking in der ersten Folge. Also man muss immer wieder in Gebiete zurück, wo immer noch Gefahren lauern. Und das ist ganz schön haarig. Also Crystal Caves ist wirklich ein Kinderspiel gegen dieses Secret Agent. Man muss es so sagen. Ah, da ist jetzt auch noch so ein Sack, der schießen kann. So. So weit, so gut. Schnell da rein. Ui. Vergiss es, Junge. Vergiss es. Können wir über den drüber springen, ohne Energie zu verlieren? Jawohl. Dann schnell nochmal raus hier. So, und dann sollten wir es geschafft haben, wenn uns jetzt nichts mehr Blödes passiert. Also das Schwierigste, glaube ich, ist gemeistert. Genau, dann nochmal über den Graben hier.
Und dann nochmal durch den Teleporter. Das Y nehme ich mit. Wurscht, die Reihenfolge passt wie immer nicht. Aber das tue ich mir nicht nochmal an, den ganzen Weg da zu laufen wegen ein paar miserablen Punkten. Gut. Durch den Eierteleporter. Und den Satelliten zerstören. 1, 2, 3. Bombatz. Bang, sozusagen. Und dann können wir, glaube ich, ins Ziel Dynamit Hammer. Ja. Und das Ziel war dort unten. Dann wäre das erledigt. So. Sehr schön. Dann auf in die nächste Map. Okay, hier in dem Gebiet haben wir ja alles erledigt. Das heißt, wir schauen mal nach hier oben und hier rein. Wenn er mich lässt. Okay, jetzt hat's geklappt. So, den hätten wir eigentlich gar nicht erschießen müssen. Ich glaube, der ist kein großes Problem, aber sicher ist sicher. Okay, also hier ist eine Plattform. Damit können wir nach oben. Oder nach links. Dort unten können wir nicht rein. Da ist sowieso eine Plattform. Also können wir gar nicht durchfallen. Ich schaue vielleicht einfach zuerst mal hier nach links. Also keine Ahnung, wo wir zuerst hin müssen. Okay, hier ist das Ziel. Und ein blauer Schlüssel. Den werden wir bestimmt irgendwo dort oben verwenden müssen. Und schauen wir mal. Ach ja. Also ich muss sagen, die Nostalgie hat mich nicht getäuscht. Das Spiel macht nach wie vor einen Heidenspaß, auch wenn es teilweise sehr frustrierend sein kann. Gerade wenn es so krasse Jumps gibt wie hier, wo man so pixelgenau springen muss. Ansonsten ist man sofort tot und das ist nicht schön. Dort unten ist der Computer, okay. Dann schauen wir mal, wie kann ich hier jetzt springen, ohne dass ich Energie verliere. Das ist wieder ekelhaft. So, na, das ist echt eine Scheißstelle. Gut. Oh nein, wir müssen da dann nochmal vorbei, ne? Pass mal auf, möchte ich diese Tür wirklich schon aufmachen? Ich glaube fast ja, ne? Ist sowieso wurscht, wir müssen eh nochmal hier hoch. Denn jetzt werden wir erstmal den Computer verwenden, um das Force Field dort unten auszumachen. Haben wir jetzt geschafft, oder? Ich hoffe es doch. So, dann nochmal nach oben. Das ist halt scheiße hier. Okay, es klappt so. Nun denn, dann schauen wir mal in die Tür und kriegen einen roten Schlüssel. Fallen tief. Genau, das Laserfeld haben wir jetzt ausgeschalten. Die Frage ist, was wollen wir jetzt tun? Wollen wir diese rote Tür schon öffnen? Wollen wir gar nicht, weil wir da gar nicht rankommen im Moment. Ja, manche Fragen beantworten sich selbst. Okay, dann nochmal der mühsame Weg nach oben. Genau hier wollen wir nämlich den roten Schlüssel verwenden. Und eine Box, die wir bestimmt nach unten stoßen wollen. Genau, dann kommen wir nämlich an die andere rote Tür ran. Ja, macht alles Sinn, macht alles Sinn. Ich kapiere langsam. So, da hätten wir auch den Schlüssel. Und genau, dann können wir hier rein. Alles gut. Es löst sich alles im Wohlgefallen auf. Bevor ich die Tür aufmache, gucke ich nur lieber vorsichtshalber mal, ob es nicht noch eine andere rote Tür gibt. Sieht nicht so aus. Aber wenn wir schon mal da sind, ne, dann können wir die ganzen Kakerlaken hier schon erledigen. Gott. Zwei Schuss braucht er noch. Der Mannequin ist erledigt. So. Ich lasse mich jetzt einmal runterfallen und sammle schon mal den Schlüssel auf. Und den Satellit müssen wir natürlich auch noch zerstören. Gut, dass wir gerade hier sind. So. Oh, erstmal eine schöne heiße Tasse Kaffee. Und dann demolieren. So startet man perfekt in den Morgen. Das macht Spaß. Alrighty, Aphrodite. Dann werden wir noch Robodoc erledigen. Und uns den grünen Schlüssel holen. Dann können wir dort oben rein. In den Aufnahmeraum, wo es auch das Dynamit gibt. Ungesichert. Diese Leute von DVS. Keine Skrupel, keine Moral. Okay, der rote Schlüssel ist optional, wie es aussieht. Da kommt man in die Armory rein. Kriegt mal ein bisschen Schuss. Also wäre nicht so schlimm gewesen, wenn man das falsch gemacht hätte. Aber ich glaube, man kann es gar nicht falsch machen, weil sonst hätte man ja gar nicht die Box bekommen, um hier hochzukommen. Also ich glaube, das geht gar nicht anders. So. Dann hätten wir auch das Dynamit und mit dem können wir wieder zurück an den Start, wo auch das Ziel ist. Geschweige denn, man kommt wieder nach oben. Ja, kommt man hier. Kein Problem. Gut. Das war mal wieder ein Level zum Durchschnaufen. Das habe ich mir schwierig vorgestellt, ehrlich gesagt, aber da bin ich gar nicht so undankbar drüber. Denn das Level davor war ganz schön heikel. So, sehr schön. Na denn, was haben wir denn sonst noch Schönes hier auf der Ferieninsel?
Gucken wir mal hier rein, würde ich sagen, ja? So, das ist natürlich jetzt schon mal ein prima Anfang von der Pissnelke. Du Pimmelnase. Das geht gar nicht, mit seinen Gästen so umzugehen. So. Machen wir ihn gleich kalt, dann ist er kein Hindernis mehr. Eventuell später oder so. Finde auch geil, dass hier eine Hundehütte steht. Der Robodog ist 10-mal größer als die Hütte. Das Sprite, also die Hundehütte, sieht echt so aus, als würde es perfekt in Crystal Caves passen. Okay, ah, gib mir das Geld. Ich bin so geldgeil. Ah, scheiße. So, aber Konzentration. Wir müssen hier eine Mission vollenden. So, hier ist das Ziel. Okay, hier müssen wir vorsichtig sein, aber wir nehmen uns natürlich den Schuss mit. Das Y auch gleich. Geschissen drauf auf die Reihenfolge, ihr kennt mich. So, da muss die rote Tür irgendwo anders sein, nämlich hier irgendwo. Was war denn das Fragezeichen? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das Fragezeichen ist. You feel a bit confused. Oh, das ist wieder das, wo die Steuerung vertauscht ist, links und rechts. Ach, sowas hasse ich ja, ey. Das hasse ich wie die Pest. So, ich hoffe, das war jetzt die richtige Tür und ich hoffe, dass der Effekt jetzt bald mal nachlässt, weil da komme ich gar nicht klar mit sowas, ey. Okay, you feel less confused. Sehr schön. Wir haben unsere normale Steuerung wieder zurück. Hier ist das S und hier ist unsere Diskette für den Laser. Müssen wir nur noch den Computer finden. Computer wäre eigentlich wunderbar hier im Computercenter, aber da ist er leider nicht, ne? So, der Ninja muss weg, natürlicherweise. Okay, hier ist das Force Field, das wir ausschalten wollen, aber da ist auch der Computer, okay. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Den... Oh, ich bin so doof! Boah. Wollen wir auch weg haben, wollte ich gerade sagen. Das war jetzt wieder feinste Akrobatik von 006. Also, er heißt wirklich 006? Leute, Leute, Alter, ich bin ein alter Mann, tut sowas nicht mit mir. Gut, jetzt können wir hier nochmal nach oben und den Satelliten töten, sozusagen, vernichten natürlich. Und dann ist das Level auch schon wieder fast geschafft. Außer wir fallen nochmal in die Kloake rein dort unten. Das wollen wir natürlich nicht. Hoppala. So, 1, 2, 3. Und erledigt ist der Satellit. So, das Ziel, wo war das schnell wieder? Ich habe schon wieder vergessen, Leute. Das war nicht hier, genau, da war der Start. Ich glaube, wir mussten hier rüber. Bitte nicht reinfallen, bitte nicht reinfallen. Genau. Sprengen wir das Teil noch auf und dann... Ja, das musste ja noch sein, Energie verlieren. Aber wir sind fertig, auch mit der Map. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erklärt habe, aber es gibt ja hier zwei verschiedene Sorten von Burgen. Die eine mit Fahne und die eine ohne Fahne. Und soweit ich mich recht erinnern kann, sind die ohne Fahnen optional. Also rein ins Optionale. So. Der rote Schlüssel gleich am Start. Damit können wir die Tür hier aufmachen. Kann man in die Röhre reinfliegen? Ich denke schon, weil hier kommen wir gerade mal gar nicht weiter. Ich lasse mich mal nach unten fallen. Okay, hier ist ein Teleporter. Und hier wieder eine Kiste zum Manövrieren. Und ein Trabant auch. Einfach bipsch! Den Trabant kenne ich noch aus der DDR. So, gucken wir mal. Rennen wir hier hoch? Ich glaube ja. Ui. So. Der Roboter dort oben sollte ja kein Problem sein. Ja. Das ist immer, wenn man so großmäulig ist, meine Freunde. Dann passiert das schneller, als es einem lieb ist. So, ich hoffe, das war korrekt so. Aber dort oben gibt es ja schon wieder einen neuen Schlüssel. Alles kein Problem. Ah, Zaster, wie ich es liebe. Datendiskette aber leider noch nicht. Das möchte ich nicht hier runterwerfen, oder? Nee, dann kommen wir nämlich nicht mehr nach hier oben. Also bleib mal schön hier, Kistchen. So, jetzt müssen wir wieder an den Deppen hier vorbei. Komm, lass knacken, Kumpel. Meine Fresse, ist das ein lahmer Arsch. Los, los, los! Ui! So war das nicht gedacht. Möchte ich zuerst durch einen Teleporter oder möchte ich zuerst hier nach oben? Ich guck... ekelhafte Sprünge. Ich guck mal zuerst nach oben.
Das ist übrigens auch so eine Art Energiefeld oder so. Also ihr seht die zwei Pixelchen dort unten. Ne? Wenn man hier drauf treten würde, solange das Teil hier oben noch intakt ist, dann kriegt man, glaube ich, einen Stromschlag. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, ob man sofort kaputt geht oder nur ein bisschen Energie verliert. Aber wir möchten das auf jeden Fall mit 3 Schuss zerstören. Oh, da ist der Satellit. Den nehmen wir natürlich gleich mit, wenn wir das von hier können. Warum nicht? Man müsste ihn nur treffen. Form hübsch hier übrigens auch die Fenster mit der Aussicht auf die Palmeninsel. So, nicht voreilig runterspringen, da könnte irgendwo der Roboter sein. Okay. Dann teleportiere ich mich mal und gucke, was mich hier erwartet. So, wir haben einen blauen Schlüssel, das ist sehr gut. Wir haben auch einen grünen Schlüssel. Jawolowitsch. Die Frage ist, pass mal auf. Ich glaube, wir wollen die Tür hier auf jeden Fall aufmachen. Und auch die. Dann kriegen wir gleich nochmal 9 grünen Schlüssel. Okay. So, jetzt stehe ich hier gerade vor einer Frage. Möchte ich das Ding hier runterstoßen, weil ich nochmal rauf muss? Oder möchte ich das Ding hier behalten, weil ich sonst nicht auf die Plattform komme? Ich glaube, ich möchte das Ding erstmal nicht runterstoßen. Und da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, weil wenn ich jetzt springe, springe ich da rein. Okay, wir sehen uns gleich nochmal an der Stelle. So, da wären wir wieder. Wir sammeln nochmal einen roten Schlüssel auf, gehen nochmal hier in die blaue Tür, holen uns das S, grüne Tür auf, grüner Schlüssel. Und dann nehme ich mal das Ding so weit mit, würde ich sagen. Obwohl, ich kann es eigentlich hier rausschieben. Das ist okay. So, ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Scheiße auf die Kohle. Ich will leben. Okay, dann hier rein. Dann kriegen wir nochmal einen roten Schlüssel. Okay, den brauchen wir dann auch gleich an diesem Flecke nochmal. Oh, dieses Ding hasse ich auch, weil es so unberechenbar ist, weil du nie weißt, wann das schießt. Okay. Wie gesagt, meiner Meinung oder meines Wissens nach unzerstörbar. Okay, jetzt haben wir einen grünen Schlüssel. Aber für was brauchen wir den eigentlich? Ach so, ja, dort oben. Und wir haben jetzt die Diskette, das heißt, wir müssen nochmal uns runterfallen lassen. Genau, und müssen hier den Computer aktivieren. Ich habe wieder den vollen, totalen Durchblick, was dieses Level angeht. Ui, das könnte ins Auge gehen. Mein lieber 006, ein bisschen besser aufpassen, wo du hinspringst. Beziehungsweise, wo ich dich hinspringen lasse. Gut. So, das Laser Field ist deaktiviert. Dich brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Die schöne Box. Doch, eigentlich würde ich sie lieber mitnehmen, um über den Roboter zu springen. Beziehungsweise, wir warten einfach mal, bis der hier ziemlich weit rechts ist. Genau, und lassen uns über den drüber fallen sozusagen. Dann müssen wir nochmal in den Teleporter. Oh, das Level macht Sinn. Es ist einfach so geil, wenn du endlich mal ein Level durchschaut hast und das dann flüssig zack, zack, zack runterspielst. So, Schuss. Dann wollen wir das Dünner mit. Und was wollen wir dann? Wo war das Ziel? Ich habe schon wieder vergessen, meine Freunde. Auf jeden Fall wollen wir, glaube ich, hier wieder raus, ne? Komm, spuck deine Scheiße, damit wir weiter können hier. Sehr schön. Für mich war das immer so ein fliegendes Bügeleisen oder so. Ich glaube, das Ziel war gen Start, ne? Ja, genau. So, dann springen wir das noch auf. Und verschwinden von hier. Und ein Level machen wir noch. Und das wäre zum Beispiel das hier. Sieht doch sexy aus. Sieht ganz und gar nicht sexy aus, meine Freunde. Ich habe mich getäuscht. Bloß nicht die zwei Tretminen hier in der Mitte übersehen. Okay, ich weiß nicht, ob das richtig war, aber wir werden es herausfinden. Okay, das wollen wir auf jeden Fall. Dann kommen wir nämlich auch an die roten Schlüssel. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Ich habe es immer so mit Farben, komischerweise. Ist mir schon öfter in einem Let's Play aufgefallen, in verschiedenen Let's Plays, dass ich immer Probleme habe, mich an Farbadjektive zu erinnern. Warum auch immer. Ja, das ist ja arschig, ne? Da kommen wir jetzt natürlich nicht vorbei dran. Das war der absolute Hit, meine Freunde. Okay, dann das Ganze nochmal.
Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch so ein Ding. So. P nehme ich mit, was soll der Guide? Scheißegal. Nun, denne, Benne. So. Weil ich wollte nämlich gerade versuchen, ob man hier die Entfernung bis da drüber springen kann. Aber keine Chance, keine Chance. Aber ich hatte recht, hier ist nochmal so ein Ding. Jetzt springe ich natürlich voll in den Deckenventilator, natürlich. Aber was willst du machen? Das Spiel ist einfach super gemein. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal einen roten Schlüssel. Frage ist natürlich, ob wir jetzt zuerst nach links oder nach rechts wollen. Ich schaue jetzt einfach mal zuerst nach rechts hier. Ja, super, ganz toll. Wir werden das Level gleich nochmal von vorne beginnen, meine Freunde. Das habe ich so im Blut. In meinem Agentenblut. Und ich sollte recht behalten. Huiuiui, das ist ja wieder mal genauso wie am Schluss der letzten Folge. Eine schöne Fail-Show nochmal zum Abschluss. So macht das Spaß. So blamiert sich der LSC. Das ist ein wahres Freudenfest. So, ihr habt gesehen, die Rips kann man auch zerschießen, aber ich wüsste nicht, warum man das tun sollte. Das ist nur Munitionsverschwendung. Okay, ich hoffe auch, wir müssen wirklich zuerst auf die rechte Seite, oder es ist zumindest egal, welche Seite wir zuerst besuchen. Nicht, dass es dann wieder ein Schlüssel fehlt und... Wie kommt man denn? Da kommt man doch gar nicht anders hin, oder? Ohne Energie zu verlieren. Was soll's? Was soll's, meine Freunde? Beißen wir einen sauren Apfel und probieren das Ganze jetzt nochmal. Am besten ohne in den Roboter zu fliegen. Aber das Problem ist, man sieht den auch nicht von oben. Also klassisches Leap of Faith-Szenario. 1, 2, 3. So. Ach so, da ist eine Mine hinter dem Teddybär in der Mitte, ne? Beziehungsweise eine Spitze, keine Mine. Deswegen habe ich das davor auch nicht gesehen und bin dran gestorben. Solche Schweine, diese Level-Designer. So, der kriegt's auch besorgt von mir und dann wäre das schon mal gegessen. Ups. War hier irgendwas? Ja, ein Computer. Wir haben leider noch keine Diskette. Ja, ich weiß, ich brauche die Floppy, mein Freund. So, auch hier wieder dieselbe Scheiße. Ja, auf der linken Seite. Ich habe dich genau gesehen. Dieses Mal habe ich aufgepasst. Okay, die Disk ist dort... Ich sag's noch. Die Disk ist hier auf der linken Seite. Och nee, oder? Jetzt erwischt mich dieses blöde Force Field tatsächlich noch. Ich fass es nicht. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir das Level nochmal neu anfangen müssen. Aber mich dünkt, es wird passieren. Unser Superagent ist vielleicht nicht ganz so super. 006 von wegen 000, würde ich sagen. Okay. Bloß auf die Spitzen jetzt aufpassen. So, ich nehme an, hier kommen wir wieder nach oben. Genau, dann kommen wir auf der anderen Seite raus. Haben aber keinen roten Schlüssel mehr. Ach du Scheiße, ich hoffe, das wird uns nicht noch zum Verhängnis. Ich hoffe, hier oben gibt es einen roten Schlüssel. Ansonsten sind wir gefickt. Ne Doggy. Okay, den Satelliten können wir auf jeden Fall schon mal kaputt machen. Und dann bete ich für einen roten Schlüssel oder einen anderen Weg raus hier. Don't feed the fish. Ja, Scheißendreck. Ich glaube, wir können auf das Schild springen, ne? Oh, fuck, Alter. Oh, meine Nerven. So, ich glaube, hier kommen wir dann auch wieder raus und brauchen eventuell gar keinen roten Schlüssel mehr. Das Dynamit dürfen wir natürlich nicht vergessen. Damit müssen wir das Ziel aufsprengen, wie immer. Gut. Soweit, so gut. Ich hoffe, ich überlebe es noch. Sollten wir eigentlich schaffen. Ich glaube, der Rest ist nicht so schwer. Zahnbürste und Zahnpasta eingepackt. Das braucht ein Superagent immer auf heikler Mission. Frischer Atem, ganz wichtig. Minzig, duftig, fresh, tight, mint. So, meine Güte, labert der wieder Scheiße, der das LP macht hier. Das ist natürlich das große Problem hier. Nicht an dem Saftsack noch kaputt zu gehen. Betet für mich, meine Freunde. Aber das sollten wir schaffen, wenn wir jetzt runterspringen. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen nochmal eine extra Runde drehen, aber zum Glück leben wir noch. So, rein da. Fertig. Und ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge von A Secret Agent. Und wir sehen uns dann wieder bei der dritten Folge für Episode 2. Danke abermals fürs Zuschauen, Freunde. Danke, danke.